Ich denke mir noch was dabei, die töten die einfach. Ich denke dir noch was dabei. Manchmal ist einfach so ein Tod besser, als wenn du gewaltsam zerquetscht wirst. Nur, obwohl du ziemlich schnell kaputt gehst, tot stirbst. Schnell, ziemlich schnell stirbst, meine ich. Der ist tot, da ist auch Munition, wenn ich das richtig sehe. Was ist das denn? Also mal, das ist, man kann sich nicht kaputt schießen. Was ist das? Was ist das denn? Nasty. Das. Ich sag ja, ist das tatsächlich auch nur eine Waffe, ey, die ja größer Feind sein könnte. Aber nehme ich mal gern mit. Was soll das sein? Irgendwas zum Werfen nehme ich an. Was sind Granaten oder was, ne? Vermutlich. Nehmen wir da jetzt lang oder was? Okay, jetzt haben wir, geht mal nach oben. Was zur Hölle? Wow. Was zur Hölle? Puh. Hat ja schon was. Rennt man hier an, rennt man hier irgendwie. Erwischt. Ja, krabbelt hier noch was rum? Krabbelt hier noch was rum? Ich sag, das ist so eine Waffe, ey. Der größte Feind, den du haben kannst, ist die Waffe. Die greift nicht mehr an. Und der wirft ja nur rum, nur mutig. Einmal die Teile kaputt machen. Das war eine falsche Taste, ich wollte. Hat er die mitgenommen oder was? Ach Gott. Hallo. Tot. Danke, danke. Das ist ja irre hier. Er hat ja schon was hier. Rennt man hier wieder. Ja, wo war jetzt oben? War das noch jemand? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's längst vergessen. Ich würde sagen, das war unten. Das war unten, das ist hier oben. Okay. Hä? Kann man da vorbei? Nee, müssen wir so erledigen. Mann, die fliegen mal weit weg. Hm? Lolo. Die fliegen nicht weit weg hier. Ich sehe gar nichts hier. Das ist halt irritierend ein bisschen für mich. Ich sag ja, Richtungen sind irrelevant. Im Weltall gibt es kein Oben und Unten. Sie sehen auch, warum das so ist. Weil es nun mal keine Rolle spielt. Da sind wir irgendwie lang gelaufen. Ne? Sieht gar nicht so aus. Da hat schon was, ja. Der ist gerade durchgeflogen. Das hat ja was hier, ey. Ist auch wieder was hier, so ein Ding, auf der anderen Seite ist ja gar nichts. Das ist total und das ist total interessant mit den Dingern, ey. Aber das ist auch etwas irritierend. Das Spiel macht einen verrückter jetzt schon. In keine Hand, die brauchen wir später. Oder wenn irgendeiner mitnehmen hier, der hat doch eine Hand, oder? Hat der nicht? Ist ja nicht so einer hier von denen? Oder sind nur einfach nur Hunde? Aber die Hunde sahen noch anders aus, waren noch größer, oder? Diese anderen Hunde da, die wir da gesehen haben. Da haben wir uns direkt durch und das ist was das sein? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das hier? Mal reingehen. Was so? Oh my god, he's a giant. Was zur Hölle? Oh shit. Was zur Hölle?
Was für ein ist das denn hier? Warte mal, sind wir jetzt eben gerade in dem Ding drin, wo wir eben reingeguckt haben? Kann das sein? Das ist tatsächlich so. Ist so ganz mickrig klein. Was ist das denn? Das ist jetzt irre, ey. Das ist ja. Das ist jetzt. Ey, ich hab mal hier vorne haben wir rumgeguckt. Nee, mal so groß, jetzt sind wir so klein. Das ist ja lustig. Das ist ja eine Nummer hier. Das ist total irritierend, ey. Wie kann ich gesehen von draußen, das Vieh hier? Das ist ja mal geil. Jetzt sind wir so klein in dem Ding, wo wir eben rumgeguckt haben. Also, was ist das denn für ein Ding hier? That was fucked up. Das war krank, ja, in der Tat. No. This is fucked up. Ja, das ist ja echt irre. Muss ich gleich mal husten. Boah, tut mir leid. Mach ich nicht gerne. Irgendwie dadurch, um da durchzukommen. Ja. Sind wir tot. Ja. Ich verstehe. Ja, wir haben eben selbst gesehen. Da unten sind wir. Ah ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wollen wir nur Übersicht behalten hier. Was für eine Scheiße kommt da eigentlich runter? Oh, laufen, laufen, laufen. Oh, was war das denn? Ruckel, ruckel, ruckel. Was war das denn eben für ein Einbruch? Keine Ahnung. Bäh, ich kotze alle rum hier. Ist das schlimm? Ich weiß nicht, wo wir überhaupt sind. Sieht ja alles. Das ist ziemlich verwirrend hier. So. Wie trifft er mich? Verdammt, was soll das? Ja, genau. Genau, hör auf. Ach, guck mal an. Jet, I'll find a way to get you off this. Ja, wie soll man sie retten? Ich meine, wo sie nicht zerquetschen? Mein Lebst du noch? Das ist das Wichtigste. Nicht so wie unser Großvater, der Meinung ist, von wegen, ja, ihm zerquetscht werden, ja, oder aufgespießt erstmal. Was haben wir die da eigentlich hier? Hallo? Ach, du bist feindlich. Ja, ich würde gerne helfen, aber ich kann nicht. Ich bin zu doof. Warum ruckelt das plötzlich so? Jetzt sind durch die Tür gefallen. Warum ruckelt das plötzlich so? Oh, läuft doch gut von der Performance her. Eigentlich, also von der Framezahl. Wieder so eine Tür. Ach, die machen einen Kirre, ey. Die Dinger. Ah, komm her. These bastards will pay, Grandfather. I promise. Ja. Das werden sie. Brauch nicht viel. Das denn? Das ist einer von den Hunden. Naja. Wie fast mein. Was ist denn wieder los? Was passiert immer hier? Was soll das? Was ist das denn? Was ist das denn immer, ey? So. Das ist einer dieser Hunde.
Ja, sah zumindest aus. Das waren zumindest die mit den Leinen, um die sie mal Leine hatten. Hunde würde ich das ja nicht nennen. Und das sieht auch nicht aus wie. Das sieht nach was sieht das denn aus? Irgendwas auf dem Kopf hängt. Spider-Man! Na, vielleicht sind Menschen eingepackt werden, umgewandelt oder so. Auch möglich. Du bist tot, ne? Was ist eigentlich für einer? Hast du hier drei Arme? Was du drehen? Vier Hände? Vier Finger? Ah. Meine Arme angucken hier. Ah, bist du aber in der Wand verschwunden. Und wie sind die eigentlich hier mit dir, Gandhi? Hallo. Es bringt sie am Leben zu lassen. Ich bringe die einfach alle um, ist besser. Hat zwar kein reines Gewissen, aber ich glaube, ich erlöse die damit sogar noch. Sehr besser einfach. Ich finde diese Türen so lustig, ey. Diese Türen sind sowas von irre. Ja, immer noch selber angeplant und hat sich auch nicht geändert und ich weiß immer noch nicht. Keine Ahnung. Wo muss ich jetzt hier hin? Keine Ahnung. Hier ist ja nicht rein. Aber... ja, hier geht's jetzt nicht lang. Das war irgendwie blöd. Und hier lang, hier. Ich hab fast gedacht, dass die Tür zu sein muss. Und hier... auch zu. Ja, super. So, hier... zum Anmachen. Was ist das hier für ein Ding hier? Was ja passiert jetzt? Where in the hell am I? Das ist kein Raumschiff. Das ist eine. Das ist ein ganzer Planet. Also zumindest ein riesig, also so groß wie ein Planet. Wenn ich das Ding richtig deute, ist das eine Sphäre. Brauchen die uns ja für Materialien, um die fertigzustellen? Kann das sein, dass die hier gerade zusammenbauen? In irgendeiner Art und Weise? Also das ist kein Raumschiff auf jeden Fall im klassischen Sinne. Das ist ein Raumschiff, aber... das ist eine Sphäre. Ja, die große Version von Halo, würde ich fast meinen, ne? Halo wäre nur ein Ring und hier ist der ganze Rest dazu. Hier ist der ganze Rest zum Ring. Ja, war auch noch nicht ganz fertig, aber... schon ordentlich weit fortgeschritten, würde ich sagen, dass die doch schon... recht weit gefleißig waren im Bau. Aber wir sind nicht, sind auf jeden Fall hier nicht auf einem Raumschiff im klassischen Sinne. Fliegt zwar auch im Raum rum, aber anders. Okay. Das ist cool. Ah. Komm ich jetzt da dran? Ah. Ey. Da ist irgendwas. Oben und unten. Ja, wo ist eigentlich oben und unten? Ja, unten ist der. Oder oben. Da kommt noch einer. Dann gleich wieder zurück. Wieder zurücklaufen und mal wieder Munition holen. Ey, das ist so irre hier mit diesem Rumlaufen an der Decke. Ja. Das ist voll irre, ey. Sag ich dazu nur. Ja. Ja, interessant. An der Decke rumlaufen. Und bist du ja eigentlich gar nicht an der Decke? Es gibt ja keine Decke hier und Boden. Gibt's ja gar nicht im Raum. Deswegen ist das ziemlich verwirrend. Super, ey. Poor bastards. Arme Kerle. Was mit denen passiert? Oh.
Hololololo. Ich glaube, das sind doch die Menschen, ne? Kann das sein? Obwohl, die sehen auch nicht so aus. Die sehen auch nicht mehr aus wie Menschen. Nein, können das sind die. Aber die sehen aus wie Unterhosen. Oh. Gnadenschlag. Der Gnadenschlag. Ja, die Bräu habe ich jetzt nicht gebraucht. War auch dafür extra zu viel Energie gebraucht. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Brauche ich eine Hand? Kann ich nicht seine Hand nehmen? Hat der überhaupt, ist das, also ob die richtige Hand, ey? Also, die sehen aber nicht aus wie diese Aliens. Die nur hier ganzen Damen, ich würde fast meinen, das sind diese Menschen in Unterhosen. Verwandelt auch noch. Ja, auch nicht sehr toll, ey. Sehr unangenehm. Was ist mit dir hier eigentlich, hä? Ich spuck sie mit diesen Eier rum hier. Was ist das eigentlich für ein Zeug? Ist keine Ahnung. Irgendwelche Kugeln, die man nutzen muss, um irgendwas zu sprengen. Ach, ja. So, da mach ich da dran. Kommt man nirgendwo anders hin? Ich muss den jetzt nehmen. So. Den zweiten auch noch. Dann gleich alle ein bisschen aufräumen hier. So. Okay. Hat ja schon was, der Eindruck ist irgendwie cool, der erste Eindruck hier vom Spiel. Tada! Mann, was machst du für eine Scheiße? Hier so ein Typ. Was haben die vor? Ich vermute mal, wenn ich das richtig deute, wollen die die Erde als Material benutzen. Are you hurt? Bevor du verwandelt wirst, ist eine von den Tieren. Ich gebe dir echt einen Gefallen. Entweder du bist der Quetsch oder du wirst verwandelt. So sieht es aus. Mach nichts anderes, machen die. Ich finde diese Türen so lustig, ey. Ich kann mich da, ey, ich kann eigentlich die abfeiern, diese Türen. Ah, this looks safe. Ja, in der Tat, das ist die sicherste Brücke im ganzen Galaxis. Glaub mir, sowas haben wir nicht mal auf der Erde, sowas. Ja, super, ich freue mich schon. Was soll sie machen? Die Tür geht nicht auf und jetzt zurück. Scheiße! Oh, Scheiße! Nein! Der tat weh. It is time to let go of the mortal world, Tommy. Time to become a part of the sacred fire. Let go, now! Wir sind eben runtergefallen und will ich sagen, wir sind tot. Übergangsriten. Ah ja, Übergangsriten. Okay. Come, Tommy. Join me. Grandfather? What is this? Where am I? Talon will guide you. Talon? It can't be. Wo sind wir hier? Nehmen wir doch auf dem aus dem Raumschiff. Jetzt sind wir tot. Ja, Spiel schon vorbei. Ja, Spiel schon vorbei, würde ich sagen. Wir sind nämlich tot. Ja, ich denke mal, diesen Tod können wir jetzt gut als Ende der ersten Session nehmen. Ich denke mal, fast eine Art Prolog wahrscheinlich. Und deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt hier auf. Ich speichere mal ab. Und sage, ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt schon einen guten Einblick ins Spiel. Seid beim nächsten Mal dabei. Denkt an das Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal.